Ja, hallo und so und willkommen zurück zum Let's Play Banished. Ja, wir werden jetzt einfach da weiter da, wo wir die Uhr schon aufgehört haben und ich jetzt mal wieder aufhören beim Vergrößern unserer Stadt. Uns Feuerholz fährt wirklich aber wie Sau im Keller. Und hoffen, dass die ein bisschen anzahnen, da meine Woodcutter. Sonst da mal da herunter, jetzt einmal gerade das ganze Eisen zusammensammeln und hochschleppen. Beziehungsweise muss ich ja sogar aufpassen, dass ich nicht, naja, verhungern. Klar, kann ich mir fast nicht vorstellen. Schaut es nicht aus mit der Grafik. Nee, es bleibt eigentlich gleich stabil. Was hast denn du mit Schafe? Was tue ich mit Schafe? Hä? Schau ich so aus, wie wenn ich Schafe nötig hätte? Ich frage nur. Aber bitte, Gorsche. So, jetzt können wir eigentlich mal schauen, ob da irgendwo grob was angeht. Nein, 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 nein. Ja. Dann gehen wir mal auf 20 auf. Bei den Miner können wir mal wieder auf 35 und bei den Stonecutter gehen wir auf 30. Moment. Was? Also Tools haben wir auf Maximum ankommen. Ja, aber mehr wie 500 Tools braucht man nicht herlegen, oder? Na, braucht man definitiv nicht herlegen. Dabei noch nicht. Ich glaube aber, ich muss dann auch unbedingt wieder ein paar neue Häuser bauen. Na ja, gut, so weit darf es noch gar nicht fallen. Oh, aber was habe ich da für ein Wort gekriegt? Lumberjack, okay. Wir werden dann da noch ein paar Häusl herknallen. Und wieso tust du da noch Häusl hin? Weil ich kann. Und weil ich muss. Und in der Hoffnung, dass natürlich die ganzen Arbeiter da ein bisschen näher zu ihren Reproduktionsstätten ziehen. Weil ich habe da eigentlich eh genügend gemacht, wo keine Häuser. Na gut, kann ich eigentlich auch mal. Ich kann da eigentlich überall mal Häuser herknallen. Dass einfach da mal die ganzen Minenarbeiter vielleicht da herziehen und haben die nicht so weit in Tocken. So. 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 Halt. Und da. Dann haben wir für die Häuser sicher mal ein bisschen was aufgeholt. Ich weiß nicht, ob das so gescheit war. Ein paar Leute haben Hunger, das finde ich ganz super und das nehme ich nur. Naja, gut, sie gehen gerade heim. Es war nämlich voll geschissen, wenn einer das einfällt, während der jeden Zeit. Ja, wir sind einfach teilweise zu viel Förder und zu wenig Häuser. Es hilft nichts. Man muss so sehen. Das ist genau das Problem, was ich teilweise habe. Ich glaube, ich werde da dann mittendrin einmal auf Feld stühlen und da noch ein paar Häuser reinknallen, damit sie einfach die Wege rundum ein bisschen besser verteilen. Nomaden. Seit wann mag ich Nomaden, hä? Wie viel sind es denn? 70 fast. Nein. Danke nicht. Gut. Werkzeug haben wir noch wie vorne genug. Wieder einer gestorben. Ja, das mit den Häusern müssen wir noch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Sonst ist es nicht so schlecht eigentlich. Bum bum, Starvation, was? Na, bei Geburt. Das passt auch alles. Da, Forester haben wir 1-2, ja gut, 1-2 Herbalist. Wo die Herbst bleiben, das gibt ja fast nicht, dass die da mal normal stehen werden. Gut, da ist eh noch alles am Wirken nachher.
Wenn die jetzt den schneller abernten, dann wird das wieder genauso ein Chaos hier wie letztes Jahr. Ich meine, ich konnte mir natürlich jetzt auch schon langsam mal anschauen. Was hat denn der mit? Leder. Ale. Iron. Ich weiß es nicht. Loads brauche ich auch nicht. Nein. Was ich mir natürlich jetzt schon langsam mal anschauen konnte, ist, wo sind eigentlich meine ganzen Leute daheim? Das tue ich da, gell? Genau. Und kannst du da mal schauen. Ja, gut, okay, das sind. Die ganzen Förderarbeiter, das gang ja noch alles. Das wird sich dann hoffentlich alles ein wenig umsiedeln. Das sind eh alles lauter Förderarbeiter von dort direkt irgendwo in der Nähe. Aber ich habe es nur lassen, hat natürlich schon wieder einiges stehen. Und der Produktion von, naja, 1000 geht ja nur eigentlich. Stone is low. Gut, es gibt Schlimmeres. Wie können wir da bei der Stone-Karte wieder ein paar reinklopfen? 11%, 33%. Können wir da einfach reinzwecks der Vorsehung für nachher schon einen Nächen her? Da geht sich das. Das geht sich nur leicht aus. Das geht sich noch voll leicht aus. Na? Nur zu Ende. Da ist glaube ich die. Komm, werden wir das da ein bisschen da so. So da! Schaut's da rum mit meiner Minen aus? 45%, 51%. Na gut, die rennen nur ein wenig. Ja, die haben wir wieder voll beschäftigen lassen. Jetzt werden natürlich meine heiße Lasche schon langsam fertig. Die habe ich eh noch ein nicht gestartet da herunter. Und können natürlich da das gleich fortführen. Eigentlich 10x10, 10x11. Und da gleich nehmen wir noch eins. 7x11. Halt, der Spalt, was haben wir denn schon wieder? Was ist denn da Schönes unterwegs? Was? Dysentery, was ist denn das für Krankheit? Ich weiß es fast nicht. Aber wir werden die Geschwindigkeit wieder auf dran und hoffen, dass sich der dann doch relativ bald ins Krankenhaus verrollt. Wo ist er denn überhaupt unterwegs? Da heroben. Na, da herum rennst du eh gut. Wenn wir noch 50.000 andere Leute anstecken, bis er unten ist. Wir haben aber über 400 Erwachsene jetzt in unserem Dörfchen. Was ich natürlich sehr geil finde. Haben einmal mehr Homes wie Familien. Was jetzt, weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist. Naja. Hilft den Schatz nicht. Aber ich sehe gerade, dass wir meine Farmer wieder ein bisschen Nachschub brauchen würden. So. Wenn wir da gleich wieder verstrasseln. Okay. Geht sich vielleicht da ums. Bobschlecken nicht aus. Dass ich da rundum Straßen zieht. Na, da ist vorbei. Weiter geht er nicht. Ist ja auch egal. So. Schon 6 Kranke haben wir schon. Ich kann einer nicht helfen. Wenn schon wieder gesund werden. Irgendwann. Hoffentlich. Aber schaut jetzt aus, macht man das. 800 Nahrung. Ich glaube, die Schafe sind fast besser dran mit der Nahrung wie die Kühe, gell? 400. 800. Naja, wir machen 800. Morgen ja 800.
Hin und wieder verringt man wieder wer. So, die da haben wir dann da noch einer. Und die da haben wir dann da noch einer. Und wo gehen wir jetzt nur? Da geht man noch, da geht man noch. Jetzt haben wir zumindest einmal, was das angeht, wieder auf Vollauslastung, gell? Hunter kommt mir eigentlich wegreißen. Was tut's nur mit dem Hunter? Ja gut, bringt auch irgendeine Nahrung zu, aber. Ist ja wurscht eigentlich. Aber wir konnten da die Homes starten. Also die Felder starten. Naja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Jetzt haben wir 12 Kranke. Was ist denn? Geht ins Krankenhaus? Für was habe ich denn gebaut? Sehr arg. Dung dung. Was hast du denn mit? Berries. Wieder irgendwas, naja. Was habe ich denn jetzt? Das können wir mal festhalten. Was habe ich denn alles im Inventar? Wie viel Wollcoats habe ich denn fast? Und Warmcoats habe ich aber nicht da. 24, 205, irgendwas habe ich nicht. Hidecoats. Achso, das sind die zwei zusammengezählt. Ich habe 200 Leder, aber nicht mehr 60 Wolle. Das heißt, ich müsste da eigentlich schnell schauen, wo meine ganzen Täler sind. Und muss die umstellen auf Warmcoats. Taylor, Warmcoat, Taylor, Warmcoat, Taylor, Wallcoat, Warmcoat. Tommy, 4 von 4, passt. Sind wir da jetzt auf 100? Nein. Das genügt einmal. Könnt ihr mal weiterrennen? Soll ich mal ein paar Berries kaufen? Schaut es mit der Essensgrafik aus. 10 Jahre. Ja, sind noch relativ stabil eigentlich unterwegs, was das angeht. Nein. Brauchen wir dabei nicht. So. Herum sind wieder ein paar Kranke unterwegs. 6, 8, 40, 4, 40, 40, 40. So, was will er denn? Achso, weil ich das Limit auf 200 gesetzt habe. Ne, du könntest das halt wahnsinnig. Du könntest mal 500 Affe produzieren, ist mir wurscht. Was hast du da? So, die rennen eh noch ein bisschen. Und die Förder waren auch bereit zum Starten. Da habe ich nichts mehr einpflanzen, das passt eh. Da kommt die Häuser sind auch alle fertig. Da kommt man eigentlich, wenn wir lustig sind. Kommt man da einen Marktplatz her, da, hä? Ah, kein Trading Post. Market. Einfach für die armen Schweine, die da arbeiten müssen. Das ist ja doch relativ viel sind da herüben. Man kommt da rauf am Markt da. Da habe ich einen, der greift. Na ja, schauen wir mal. Aber da haben wir relativ viel Häusler in einem Flick. Das heißt, das Häusl müssen wir fast. Die müssen wir fast versorgen mit einem Marktler. Halt. Wir haben gesagt, wir starten die Förder dieses Jahr. Einmal mit Pepper, einmal mit Beans. Einmal mit Potatoes und einmal mit Weizen. Zack, 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 zack. 57. Gut, jetzt habe ich es wieder schon wieder zugemacht. Was halt jetzt schon interessant war, was machen wir die ganzen anderen? Aber das und noch viel mehr.
wird es dann in der nächsten Folge sein, wenn es wieder heißt Let's Play Banished. Ich hätte einfach gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, es seht mich bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.